Sicherlich kennt jeder von euch den verrückten Hutmacher aus Alice im Wunderland. Dass es mit dieser Verrücktheit gar nicht so weit hergeholt ist, wissen aber sicher weniger von euch. Besonders im 18. Jahrhundert war es Mode, einen Hut zu tragen, und so ziemlich jeder Bürger tat dies auch. Hutmachergeschäfte hatten in dieser Zeit dementsprechend Hochkonjunktur und kamen mit der Arbeit kaum hinterher, was einige Berufsgenossen verrückt machte. Jedoch war es nicht der Stress, der sie verrückt machte, sondern Quecksilber war der Auslöser. Neben Hutmachern herrschte auch bei mehreren anderen Berufsgruppen wie auch Apothekern eine chronische Berufskrankheit namens Hutmachersyndrom. Dieses Syndrom wird durch den ständigen Umgang mit Quecksilbersalzen und Dämpfen ausgelöst. Hutmacher waren den Dämpfen während der Pelzverarbeitung ständig ausgesetzt und atmeten diese über Jahre hinweg ein. Erst Jahrzehnte später fand man heraus, was das Quecksilber verursacht. Entzündungen in der Mundhöhle und im Rachen, zentralnervöse Störung, ängstliche Schreckhaftigkeit, Vergesslichkeit, affektive Ausbrüche und Störungen der Kontaktfähigkeit, Zittern der Extremitäten sowie der Zungen- und Mundbodenmuskulatur, aber auch Sprachstörungen, verwaschene Zischlaute, Schäden an Nieren, Hirn und Nervensystem sowie Halluzinationen sind bekannte Symptome und ließen die Erkrankten verrückt werden bzw. als verrückt erscheinen. Dies trug zur Bildung des englischen Sprichwortes Mad as a Hatter, zu Deutsch verrückt wie ein Hutmacher, bei. Schon erste Forschungen an Quecksilber mussten schnell wieder abgebrochen werden, da das schnell versickernde Metall die Forscher vergiftete, woraufhin später in Aufzeichnungen zu lesen war, dass die Mitarbeiter im wahrsten Sinne des Wortes verblödeten. Quecksilbervergiftungen sind jedoch, wenn nicht gerade chronisch, heutzutage durchaus heilbar. Hierzu werden Dimercaptopropansulfonsäure und Dimercaptobernsteinsäure als Gegenmittel eingesetzt. Wie man es auch bei Vergiftungen durch Schwermetalle wie Blei, Arsen, Gold, Bismut, Antimon und Chrom macht. Sie bilden zusammen mit diesen Metallen ein Zentralatom, das von der Niere besser ausgefiltert werden kann. Lewis Carroll griff in den 1860er Jahren das Klischee über Hutmacher auf und baute dies in sein Kinderbuch Alice im Wunderland ein. Und der Hutmacher erblickte das Licht der Welt. Egal in welchem Buch man liest und welche Verfilmung man auch schaut, der Hutmacher tritt immer als eine extrovertierte, quirlige und völlig verrückte Person auf. Sein Aussehen verdankt er jedoch einem Erfinder namens Theophilus Carter, der durch seinen Auftritt bei der Weltausstellung 1851 bekannt wurde, wo er das Weckerbett, welches den Schlafenden zu seiner Weckzeit durch einen Mechanismus von der Matratze kippte. Carter war aber auch für seinen übermäßig großen Zylinderhut bekannt, mit dem er immer in seinem Laden stand und auf Kundschaft wartete. Die Verrücktheit zusammen mit dem Vorbild des Theophilus Carter bildeten zusammen eine perfekte Grundlage für den personifizierten Nonsens in Person. Aber mal unter uns, steckt nicht in jedem von uns ein Hutmacher?